So, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich habe ja ein Nikon ZF Video gepostet vor kurzem. Und das wurde auch zahlreich geklickt. Vielen Dank dafür. Das heißt, da sind auch viele neue Leute dazugekommen wahrscheinlich. Ich habe euch ja erzählt in diesem Video, dass ich fälschlicherweise die schwarze ZF bestellt hatte. Ich wollte aber eigentlich die graue Sonderedition. Und ich habe meine ZF jetzt gestern zurückgeschickt und gleich die neue am Samstag bestellt. Und heute ist Dienstag. Und ich bin so froh, dass ich gewartet habe, denn hier ist sie, die graue Nikon ZF. Und ich möchte ein bisschen über diese Sonderedition reden, zeige euch ein paar Aufnahmen. Über die Kamera habe ich ja schon was gesagt. Und das ist wirklich ein guter Zeitpunkt gerade, weil in 2 Tagen bin ich in Düsseldorf mit meiner Frau. Wir machen einen kleinen Urlaub. Und dafür ist es gerade ein guter Zeitpunkt, die Kamera mitzunehmen, zu testen. Übrigens filme ich gerade auf dem Sigma 10 bis 18 mm 2.8 für Fuji. Das ist gerade hier 18 mm. Und das sind 10 mm. Das Objektiv hat mir Sigma Deutschland gestellt für ein Review, das ich eventuell mache oder auch nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich einrichten kann. Aber sehr cooles Objektiv. Wahrscheinlich genial zum Vloggen, für solche Geschichten. Das ist also auch gleichzeitig ein Sigma Autofokus-Test auf der Fujifilm XS20. Naja, zurück zur Nikon. Hier, ich versuche euch nochmal die Kamera zu zeigen. Oben hat sie auch hier dieses graue Leder. Und diese Farbkombination nennt sich ja, oder nennen sie Stone Grey, also Steingrau. Und es hat auch echt hier so eine Textur, die so ein bisschen an Beton erinnert. Und hinten, also hier an der Seite habt ihr das auch. Und hier hinten ist auch nochmal, hier, das ist wirklich Leder, ein Lederbezug, kein Plastik. Hier auch. Und auf den Fotos, gerade im Netz, konnte man sich nie so ein richtiges Bild machen, wie das denn jetzt aussieht, weil manchmal sah das Grau total hell aus, manchmal sah das Grau total dunkel aus. Ich bin positiv überrascht. Es sieht besser aus, finde ich, als auf den Fotos. Und das Grau ist ein relativ dunkles Grau, wirkt aber je nachdem, wie das Licht drauf fällt, auch sehr hell manchmal. Aber es hat nicht ganz so krass diesen Panda-Charakter, den ich vermutet hatte. Es gibt ja zum Beispiel diese Leica M6 Panda-Edition. Ich glaube, die heißt sogar so. Da ist zum Beispiel ist das Rädchen oben schwarz. Es ist aber eine silberne M6. Und ich hatte halt das Gefühl, weil das hier oben auch noch diese Akzentfarbe ist, dass es vielleicht so ein bisschen so einen Panda-Charakter kriegt. Finde ich, hat sie aber gar nicht, weil jetzt ist sie im Schatten und deswegen ist sie auch sehr dunkel. Ne? Aber ihr seht, dass das Grau gar nicht mal so hell ist. Also ich finde es sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und ich bin echt super froh, dass ich gewartet habe. Denn ich wollte auch etwas Besonderes, etwas, was optisch auch Spaß macht anzugucken. Und wie gesagt, wenn ich halt auf der Straße fotografiere, glaube ich, dass Menschen auf so eine Kamera positiver reagieren, als wenn ich jetzt eine schwarze Kamera mitnehme. Ne? Wenn ich jetzt hier mit sowas rumlaufe, kann ich Foto von ihnen machen? Dann ist das ja ein bisschen angsteinflößender, als wenn ich sage, hier könnte ich ein Foto von ihnen machen und sie sehen diese Kamera. Dann würde ich mal sagen, sind die Menschen ein bisschen offener, fotografiert zu werden. Aber ja, das Leder fühlt sich anders an als das schwarze Leder bei der Standard ZF. Es ist etwas glatter, es ist aber nicht, also es glänzt erstmal nicht so stark. Ich glaube, dass das grüne Leder, es gibt ja auch eine grüne Version, dass das mehr glänzt. Es fühlt sich warm an. Es fühlt sich warm an, es ist weich und man spürt die Textur an den Fingern. Also ich glaube, es fühlt sich nicht klebrig an, das ist schon mal gut. Wer weiß, wie das mit Benutzung am Ende sich verändert, aber bis jetzt würde ich sagen, fühlt sich sehr gut an. Ich habe nicht das Gefühl, dass es rutschiger ist als das schwarze Leder. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hier nochmal mit dem Bildschirm ausgeklappt. Ja. Das soll jetzt einfach mal ein Eindruck sein, wie diese Kamera aussieht in dieser Farbkombination, weil da sind jetzt noch
Ich glaube, da ist noch kein wirkliches Video auf YouTube zu sehen, wo jemand mal diese steingraue Version zeigt. Wenn ihr wollt, kann ich da diesen Small Grip Griff noch dran machen. Der kam ja dazu. Wenn man jetzt bis Ende Oktober noch die ZF bestellt, kriegt man diesen Griff dazu. Kann ich gerne mal zeigen, weil ich glaube, da waren ein paar Fragen in den Kommentaren, wie das denn mit dem Griff so ist. Ich muss dazu sagen, den Griff habe ich auch schon getestet und für mich ist er, ich weiß nicht, ob ich den benutzen werde. Ich habe ja noch ein paar Nikon F-Objektive, ein paar sehr große sogar, können wir auch gleich auf Spaß mal anschließen. Und dafür wird dieser Griff natürlich nützlich sein. Aber der Griff gibt nicht, finde ich, der macht die Ergonomie jetzt auch nicht besser. Und das liegt einfach daran, dass hinten an der ZF einfach was fehlt, ne? Da fehlt was für den Daumen. Aber ich plane die Kamera mit einem Gurt zu tragen, na klar. Und dann, weil ich die Kamera auch mit zwei Händen halten werde, ist das nicht mehr so schlimm, wenn ja kein richtiger Griff vorhanden ist. Achso, da waren noch ein paar Fragen, ob die Bodenplatte wirklich Plastik ist. Ich habe nochmal nachgelesen. Ist auch Magnesium oder Aluminium. Also die Bodenplatte ist kein Kunststoff. Aber das Lack fühlt sich einfach so ein bisschen nach Kunststoff an. Und man spürt, dass die Kamera dahinter so ein bisschen hohl ist. Ne? Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht Plastik ist. Also scheint kein Plastik zu sein, aber dazwischen. Zwischen der Bodenplatte und der Platte oben ist halt viel Plastik verbaut. So, der Griff ist jetzt dran. So sieht das aus mit dem Griff. Ist natürlich jetzt auch nicht das beste Objektiv hier, um ein Produkt zu zeigen, wegen der Verzerrung und so weiter. Finde ich, passt auch ganz gut zu dieser Farbe. Ich dachte vielleicht, dass es ein schwarzer Griff dann irgendwie komisch aussieht. Ja, fühlt sich hier ganz gut an, aber wie gesagt, hier hinten fehlt einfach irgendwas. Ne? Da will mein Daumen hier irgendwie vor dem Rad ja, sich platzieren, aber naja, es geht. Es geht. So, und macht die Kamera ein bisschen schwerer. Aber wenn man jetzt, ich hole mal kurz einen von meinen Nikon F-Objektiven. So schaut das aus mit dem 28-1.4. Ja, 28-1.4 mit dem FTC Mark II Adapter. Ja, ist schon eine große Kamera jetzt, aber ich habe ja die D850 und die D850 mit dem Objektiv macht das ganze Setup halt wirklich groß und klobig, weil die ZF so klein ist und ich glaube, ich mache mal den Griff jetzt wieder ab. Ich glaube, weil die ZF so klein ist, würde ich eher mit diesem Setup reisen als mit der D850. Zumal der Autofokus auch hier besser sein wird. Den Griff brauche ich schon, ne? Weil wenn ich jetzt länger fotografiere, dann würde ich, glaube ich, den Griff haben wollen. So, genau, ohne Griff. Also ich fühle mich nicht sicher, die Kamera mit einer Hand zu halten. Macht nichts, man hält die Kamera einfach am Objektiv fest und dann kann man mit der anderen Hand fotografieren. Ist bei dem Objektiv, finde ich, jetzt auch kein Problem. Ne? Wir können jetzt auch mal lustig sein und machen mal das 70 bis 200 dran. Ich habe ja das 70 bis 200 F4. Richtig gutes Objektiv auch wieder. Habe ich in Japan gekauft, Gebrauch gekauft. War, glaube ich, gerade im Service und deswegen sah es wie neu aus. Schöne Bildstabilisierung. Wenn ich mal meine Nachbarn stalken möchte, kann ich es damit machen. Also ist schon eine lustige Länge jetzt. Trotzdem noch sehr leicht. Und wie gesagt, man muss es halt am Objektiv festhalten hier und dann kann man hier auch ganz entspannt fotografieren. Kann man machen. So, und jetzt möchte ich nochmal das hier kurz dran machen. Das ist das 28er 2.8. Ich habe auch das 40er, das war nämlich da bei der Kamera dabei. Guckt euch mal dieses Setup an. Ich hatte zum Glück noch hier eine Sonnenblende, die ich für meinen 40er F2 Ultron von Vogtländer besorgt hatte. Das passt ja nicht ziemlich gut. Ist irgendein Ding auf eBay, aber passt ganz gut hier drauf. Und das ist doch eine sehr coole Kombination. Ja, nice. Hier haben wir jetzt die ZF mit dem Nocton 40mm 1.2. So schaut es aus. Mist, der Fokus geht immer auf mein Gesicht. Oh yeah, oh yeah.
Ja. Kann man schon angucken. Diese Sonnenblende habe ich auch auf eBay gekauft. So sieht das Ganze aus ohne Sonnenblende. Muss ich mal wieder verstecken hier. Na, du Autofokus. Oh yeah. So, alles klar. Ich glaube, ich beende das Video hier. Wir haben genug gesehen. Jetzt beginnt die... Beginnen die Flitterwochen, die Honeymoon-Phase beginnt. Vielleicht melde ich mich nochmal mit einem Langzeitbericht, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich gewartet habe auf die graue Version. Und mach sie jetzt street ready. Gib ihr mein Samuel Street Life Treatment. Das heißt, ich werde hier noch so ein paar Tapes draufkleben und einen Gurt dran machen. Ich habe noch hier so einen schwarzen, so einen Soft-Shutter-Release-Button und solche Geschichten. Das werde ich jetzt für meine YouTube-Member filmen, auf meinem englischsprachigen Kanal, aber ich zeige euch hier im Anschluss gleich das finale Setup und dann beende ich das Video. Ich melde mich nochmal wieder, vielleicht aus dem Urlaub ein kurzes Video und wir sehen uns. Ciao, ciao.